das Meer ist wieder zurück. Und heute gibt es das versprochene 1.18 Video. Da die 1.18 ja jetzt frisch raus ist. Und ich versuche das Update ein bisschen zusammenzufassen. Wie immer, wenn das Video gefällt, lass gerne kostenlos ein Like und ein Abo da. Weil du dann kein neues Video mehr verpasst. Vielleicht schaffen wir es bis zum Ende des Jahres noch die 200 Abonnenten zu erreichen. Das würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Genau. Ich versuche die Version etwas zusammenzufassen. Ich weiß gar nicht, ob es das in der letzten Version schon gab. Aber ich habe mal jetzt hier zum Beginn einfach ersten Checks so geladen sind, denn es gibt jetzt auch, dass die, ihr könnt bedenken, ihr könnt die Welt jetzt einfach upgraden, ohne irgendwelche Angst zu haben, dass die Checks nicht richtig laden. Das wurde angepasst. Ihr seht, hier geht ein smoother Übergang. Man sieht keinen Unterschied mehr. Hier noch ein bisschen beispielsweise. Aber das ist jetzt ja nicht so extremst schlimm. Hier beispielsweise, aber das ist besser, als dass das ganze Biom dann einfach wechselt und einfach einmal abgeschnitten ist. Genau. Auch unten drunter. Ich muss mir jetzt mal ganz schnell Nightvision. Nightvision. Und minus 64, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau. Und damit wurde das um insgesamt 180 Blöcke vergrößert, die Welt sozusagen. Und das ist schon eine ganze Menge. Dann dazu gibt es natürlich noch die neuen Caves. Einmal die Spaghetti Caves. Die sind so sehr, sehr lang. Die ziehen sich hier einmal durch die ganze Welt. So extrem lange, dünne Caves. Hier, das ist zum Beispiel ein Spaghetti Cave. Da. Die sind so sehr lang und genau. Dann haben wir noch die Cheese Caves. Die haben sehr viele Höhlen und Löcher und sowas. Ich weiß es nicht mehr, was es noch war. Nudeln macht keinen Sinn, weil wir Spaghetti schon haben. Ich glaube, es gibt nur die zwei neuen Arten. Aber jetzt erstmal macht Sinn. So. Unter den Einstellungen gibt es auch was Neues. Und erstmal vorweg. Das ganze Update ist performance-lastiger, da die Welt jetzt eben größer ist. Wir haben die ganzen neuen Biome, höhere und schönere Berge. Da fliege ich nämlich jetzt hier mal ein bisschen durch die Gegend. Und ja, man kann unter den Einstellungen jetzt beispielsweise die Simulation Distance einstellen. Das heißt, Tiere außerhalb dieser Reichweite werden sich dann nicht mehr bewegen. Hier bleibt der Nacken Optifine. So. Seht, die müssten sich jetzt noch bewegen. Und wenn ich dann rausfliege aus dieser Simulation Distance, bleiben die stehen. Das heißt, das spart auch an Performance. Dennoch empfehle ich euch, Optifine zu installieren. Ich habe es jetzt noch nicht, weil ich glaube, das Vollversion 1.18, nur für die Pre-Releases. Genau. Dann
Ich sehe dir nochmal diese richtig langen Spaghetti. Caves da. Das sieht man jetzt nochmal sehr schön hier. Die Lush Caves und andere Biome werden jetzt auch richtig mit rein generiert. Gucken, ob ich gerade etwas finde. Wir machen mal einfach Slash. Caves. Teleportieren uns mal dorthin. Okay, wir haben hier jetzt angeblich eine Lush Cave. Theoretisch, genau, die könnt ihr auch nämlich oberirdisch finden. Die wir haben hier diesen Indikator, diese Azalea-Bäume oben. Seht ihr? Und dann könnt ihr euch dort einfach runtergraben. Und dort haben wir dann auch so ein Lush Cave-Biom. Was ihr bedenken müsst, die Biome sind jetzt auch dreidimensional. Wenn ihr beispielsweise eine Farm baut und die tief baut, dann kann es sein, dass die weiter unten nicht mehr funktioniert, weil dort jetzt ein anderes Biom sein könnte. Und what the fuck? Wie geil sieht das denn bitte aus? Schlecht. Sieht, wer den haben will. Richtig geil drin bauen. Holy shit. Was hab ich denn hier für eine Crack? Oh mein Gott. Fucking shit. Crazy, crazy geil. Das sieht richtig cool aus. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, aber ja. Also Biome genau sind jetzt auch dreidimensional verteilt. Gucken, ob wir noch bei den noch Ripstone Caves finden. Hallo? Ja, dort haben wir auch Ripstone Caves. Teleportieren wir uns kurz hin. Okay. Hier seht ihr jetzt, haben wir auch die Ripstone Caves. Das muss ja direkt hier drauf. Okay. Vergesst nicht, passt auf, wenn ihr drauf fallt. Schaden. Ich werde mich jetzt mal darauf fallen lassen. Das macht richtig ordentlich Schaden. Und auch wenn die euch auf den Kopf fallen, machen die richtig ordentlich Schaden. Genau. Dann Axolotl spawnen ihn jetzt nicht mehr. Genauso wie Glow Squids, meiner Meinung nach, glaube ich auch. Spawnen jetzt nicht mehr außerhalb von Höhlen. Diese Glow Squids spawnen, glaube ich, nur noch auf der Höhe. Alles unter Höhe 3. Und das Meer ist selten so tief. Auf gut Deutsch, Glow Squids und sowas. Und Axolotl spawnen in solchen Gewässern. Das haben die auch geändert. Kurz schieben wir noch mitten rein. Und zwar zwei kleinere Sachen. Und zwar haben wir eine neue Music Disc. Und zwar die hier. Man kann diese in Strongholds oder später auch Dungeons sehen und sowas. Nee, Dungeons. Und sowas kann man die finden. Das ist eine neue Schallplatte, finde ich eigentlich ganz schön. Weil ich mag die Schallplatten in Minecraft. Und ja. Dann kommen wir auch mal zu den, würde ich sagen. Wo sind meine Advancements? Slash. Advancements. Gain. To everything. Wir machen mal ganz kurz. Jedes Advancement. So, jetzt soll alles da sein. Okay. Wir haben nämlich ein paar neue Advancements wieder dazu bekommen. Ich weiß gar nicht genau, wo. Das
Gas, zwar Hammer und andere neu dazu bekommen. Und Star, zwar das Achievement Star Trader, Trade for Villager at the Build Height Limit. Das heißt, ihr müsst ein Villager nach ganz oben auf 320 hoch bekommen. Und dort mit ihm traden.
Ja, mehr weiß ich auch nicht. Aber das ist auch weniger so ein komplettes, ausführliches Video, sondern einfach nur ein kleiner Einblick von dem ganzen Update, was verschoben wurde. Auf unbekannte Zeit ist das das Ganze nicht Architektur, sondern Archäologie gedöns. Das Ziegenhorn und die Säcke, die Beutel, die Art Rucksäcke sozusagen, wurden auch verschoben. Was auf bekannte Zeit verschoben wurde, ist der Warden. Der soll im 1.19 Update kommen. Und damit du das nicht verpasst, lass gerne kostenlos ein Like und ein Abo da. Dann hoffe ich dir, dass dir das auch gefallen. Und tschüss.